Wenn ich Markus bin, werde ich Kapitän und schipper dann über den Atlantik. Jawohl. Und hier über Österreich-Karten angebracht mit dem Ziel der Reise. Vierte. Zum bleiben. Du, ich bleib eh in Österreich. Ich schaute mich immer wieder fragend an. Und was kommt dann? Nächsten Kapitel. Was kommt dann? So, ich bin heute mit dem Radl da im Steiertal in Oberösterreich unterwegs. Und jetzt schauen wir mal, was da so los ist. Servus. Hallo. Was sitzt denn da? Eine Muse? Grüß euch. Servus. Hallo, darfst du das Mai aufblasen? Ja, was? Ja, cool. Ich muss euch aufklären, ich bin Filmemacher und jetzt am Steirertal Radweg unterwegs auf der Suche nach spannenden Leuten. Ja, genau. Und da ist eine Kamera. Das hat der letzte auch gesagt. Ja, da ist ein Mikrofon. Ja. Wow, danke. Musst du mal mitbringen. Wow, bravo. Und dann haben wir gedacht, ist da jetzt eine Klosterschwester gesessen? Dann haben wir gedacht, tut die poltern? Oder sind da die Makatenderinnen so angezogen in Steyr? Nein, passt nicht. Nein, das ist eine echte. Waschechte. Nein, tut nichts für ungut wegen dem Poltern. Aber man weiß nicht. Hab ich schon alles an mir. Aber wie geht's? Wie geht eine Hochzeit mit Gott? Ja, Gott, heute vor 5 Jahren. Ja, ich habe meine eben Gelübde abgelegt. Und da sind auch 36 Busse runtergekommen nach Italien. Ja, und dann haben wir da miteinander gekehrt. Das ist auch wie ein Ehevertrag. Du unterschreibst quasi. Ja, genau. Bei was für einem Orden bist du? Ich bin denn in der Oase des Friedens. Oase des Friedens? Ja, wir beten für den Herzensfrieden. Ja, der Friede in jedem Herzen. Aber es ist schon katholisch. Ja, es ist katholisch. Und marianisch. Marianisch? Marianisch. Wir sind die Kinder der Mutter Gottes. Ja. Wo? Wo? Ich jetzt bin, das Mutterhaus ist bei Rom. Ich bin jetzt nur Italiener. Halber die Italiener. Ich parle Italiano? Ja, sie parle Italiano. Solo un po'. Ah, du, solo un po'. Poco, poco. Bleiben wir bei Deutsch, ist einfacher. Ja, und so muss ich, wenn man da so schwelgt man da in Erinnerung und Vergangenheit, ja, oder ist man im Jetzt? Ja, ich habe eigentlich nie gesagt, ich will bloß das Schwester lernen. Was wolltest du werden als Kind? Das erste war Kinderkrankenschwester und dann habe ich mit 15 Jahren und mit 19 Jahren habe ich leider nicht beschreiben können, ja, was ich hier eigentlich will. Also ich habe mir das auch nicht so beschreiben können. Ich habe kein richtiges Ziel gehabt, das was mich voll begeistert hat. Ich sage, ja, das mache ich für immer. Ja. Ich habe dann ja Friseurin gelernt, das war auch Abmachung mit Gott. Lieber Gott, ja, ich muss erst das nehmen. Bitte, warst du Friseurin in Oschach? Ja, in Oschach, da war ich Friseurin, ja. Ich habe auch gemerkt, ich habe dann 3 Jahre Stepdance gemacht. Ne? Stepdance? Ja, Stepdance. Ja. Und das war eigentlich auch die Freude. Ja, ist, ja, die Freude von Gott eigentlich wollte ich eigentlich rüberbringen. Da bin ich dann draufgekommen und dann hab ich eigentlich da aufgehört. Weil ich dachte, ja, das passt irgendwie auch nicht zusammen. Irgendwie habe ich dann immer mehr gesucht, dass es irgendwie konkreter wird. Ja. Aber ich habe immer so, weil ich mit Leben Gott, mit Jesus gesprochen habe, habe ich immer eine Freude gespürt. Und immer, also wenn Gott antwortet, das ist immer eine Freude und eine Begeisterung und eine Freiheit. Irgendwie. Aber wie spürst du eine Antwort? Ja, weil der Normalsterbliche denkt sich, ja, ich bete heute. Ja, ich habe mir gedacht, das ist für alle so. Wir sind eine Antwort. Wir sind eine Antwort. Das ist eine Antwort. Ja, wir sind eine Antwort. Aber du hast quasi auf lebenslänglich, das hat man der ewige Prophet. Genau, oder? Ganz genauso. Ja, vor 5 Jahren habe ich die ewige Gelübde abgelegt. Cool. Hat man da schlaflose Nächte vorher oder ist das klar? Nein, genauso wie bei der Hochzeit. Nein. Da stehst du nur, du bist in der Brautnacht, das ist deine Brautnacht. Ja, aber ich glaube, das kann man sich nur vorstellen, wenn man das gespürt. Ja, darum ist es schön, so ein bisschen selten zu sein, dass man Jesus, dass man Gott den Glauben spielt. Ja, und Jesus war für mich der beste Mann. Es hat keiner. Ja, gratuliere. Das können nicht viel sagen, aber immerhin doch und immer wieder mal. Ja. Na, steil. Dann wünsche ich dir alles Gute. Danke. Ich schaue, dass ich weiterkomme. Ja. Und wie sagt man da? In Gottes Segen, oder? Ich weiß nicht, wie man das sagt. Aber hat mich voll gefreut. Ja, alles Gute. Schön, ja, danke. So, hey, wünsche euch was. Alles Gute. Grüß dich. So, ich bin jetzt in Mollen herinnen, da mitten im Nationalpark Kalkalpen und habe da gelesen, ein Schild Harnische und Rüstungen. Und jetzt schauen wir mal. Alte Schmiedekunst, Schmiedberger.
Ah, sehr gut. Die werden nicht recht. Servus, Michael Reisecker. Gehörst du wieder hier? Ja. Bist du Schmied? Ja. Ich bin mein Bruder, nicht? Familienbetrieb? Ja. Das ist geil. Der fährt wieder ein wenig auf, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Der wird dir nicht lang. Das ist aber geil, was den Haus rechnen. Achso, so. Dankeschön. Servus. Der vielleicht ein wenig über die Schulter schauen. Ich hoffe, wir es den nicht können. Ja, weißt du, ich kann schon hammern, aber wahrscheinlich 2 Minuten. Was wird das? Fechtklinge. Ein Fechtklinge? Ja. Der Bruder und du, ihr macht es miteinander. Das ist ein Familienbetrieb. Wie lange schon? Wir sind jetzt schon seit 200 Jahren unsere Familie Schmied. Seit 200 Jahren? Sind wir dort Schmied, ja genau. Da bist du deppert. Ja. Wie viele Geschwister seid ihr jetzt? 5. Und da hat es 2 erwischt. Und was macht ihr jetzt? Wir müssen uns eigentlich mit traditionellen Schmiedehandwerks machen. Alles, so Rüstungen auch. Für wen gleich? Schweizer Garde. Schweizer Garde. Haben wir die ganzen Rüstungen gemacht die letzten Jahre. Für den Vatikan? Na steil. Wird das denget oder wie wird denn das? Das wird rein, ausgeschlagen wird das komplett. Also komplett? Ja, nicht in Form, sondern komplett ausgetreiben ist das. Ach so. Das war ein Flachstück. Genau, ja. Bist du deppert. Du weißt aber auch, was du auf die Nacht anhast, oder? Ich frage dich auf jeden Fall. Wie viele Tage steht es erinnern in der Woche? Mindestens 25. Mindestens 5. Nein. Passt auf die Nacht auf die Studie hier. Nix, oder? Laufen gerade, Fitness, ja, Wahnsinn. Ja, aber man spürt die Hit schon gewaltig, ja. Gell? Dann habe ich in einem Tag 40 Klingen zum Beispiel geschnitten. In einem Tag 40 solche fertige Klingen? Das ist treppert. Also ein Akkordarbeit schon fast, ne? Ja. Und bei dem Lärm, das geht ohne Gehörschutz? Die Ohren ist wieder das Problem, du musst den Klang hören, weil sonst weißt du nicht, ob der Hammerschlag sitzt oder nicht. Also Teil des Handwerks, dass genau. Du das hörst? Ja. Ah. Das ist ganz wichtig. Ach so. Das ist im Prinzip so nicht so extrem jetzt bis heute, du hast ja nicht einen monotonen Verlaster. Wenn du jetzt zum Beispiel die Dezibel da hast, was ich mit dem Ohrenstöpsel, weil das ist das weit schlimmer fürs Gehör wie diese Schläge. Genau. Und gibt es das, wenn man so aufwacht, dass man irgendwann sagt, man, ich kann es nicht mehr sehen, ich will heute nicht umgehen? Nein. Na Wahnsinn, oder? Das ist ja nicht, das ist nicht jeden Tag, weißt du? Das ist wie jetzt zum Beispiel, habe ich 100 Längen zu machen, als für 2-3 Tage mal durchgehend Längen schmied. Achso, und dann machst du wieder was anderes. Genau. Mhm. Und was ist das Schöne am Eisen? Das Schöne? Ja. Ja, dass du viel machen kannst damit. Vom Formen her. Genau. Ja. Eisen, wie soll ich das sagen? Die Eisen kannst du irgendwie. Du kannst mit einem anderen Material machen, was du bei Eisen machen kannst, von vorne her, was du das gefallen lässt. Ach so, wegen dem, ne? Zum Beispiel Holz oder was, du kannst nicht einfach biegen oder irgendwie Holz. Du kannst es da irgendwie rausschneiden oder rausschmerzen. Ah, ja. Und vom Eisen, das kann ich mal direkt in den Formen biegen, wie ich will. Eigentlich ist das Interessante da, ne? Das, wenn du selber denkst, na, das und das möchte ich machen aus der Lust für mich schmieden. Weil du einfach, wenn du Zeit nicht hast. Bleibt die Zeit gar nicht mehr. Das kann man nicht mehr. Ja, aber das ist eigentlich ein Schock. Vor allem, wenn du schon 50 oder 60 Stunden in der Woche reinstellst, dann stellst du dich Fitness selber auch noch mit 10 Stunden ein. Ja, aber um das Ganze eigentlich, dass dir das lustig war, oder? Ja, ich. Du machst das halt für mich anderen, nicht? Das heißt ja nicht, dass dir die Arbeit nicht taugt. Ich hab mich gefreut. Ja, ja. Alles Gute, vielen alles Dank. Gut. Servus. Wow. Mei, ist da schön. Schön ruhig. Sind das Vogelstrauß da hinten? Oh, schon wieder. Schauen wir mal. Hallo, servus. Grüß dich, ist ja wieder einmal. Servus, Michael Reisecker. Ja.
Kennt ihr die Straße nicht mehr, ja, oder? Weil, ich hab's jetzt gesehen beim Vorbeifahren. Ja. Hättest du ein paar Minuten Zeit, darf ich dir mal anschauen? Ja, wir können schon da anschauen. Ach, das war lieb. Wie hast du mich vornamen? Oberbichler, Günther. Michi. Du, und wie ist das? Habt ihr es auch noch hier, oder? Wir haben alles, also. Wir haben Band gestreut. Seit wann hast du die Straße? Seit 2 Jahren. 2 Jahre erst? 2 Jahre damals, ja. Das war auch so ein Urlaubs. Kennenlernen im Burgenland waren wir auf Urlaub und da haben wir so eine Straßenfarm gehabt. Und da haben wir gesagt, das probieren wir, weil das hat nicht jeder. Weil der Benecker drüben hat mit Wühlen angefangen und wir haben gesagt, wir suchen was, was nicht jeder hat. Na, steil. Das ist jetzt die Jugendgruppe, die ist jetzt 1 Jahr alt. Das ist einen Grund in Hand haben. Weil sie mir als der Kleine schon beschäftigt haben. Die haben wir so jung gekriegt. Also kann ich es auch streichen? Ohne weiteres, ja. Da kannst du ruhig angreifen. Ich streiche den mal. Wow. Ja. Ist das flauschig? Ja. Na, lieb. Und wie viel ist da auf so einer Fläche? Wie viel kannst du holen? Wir können Zuchtgruppen, muss 2000 Quadratmeter haben, das sind vier Stücke. Boah, das ist schon ein schöner Fleck, ne? Ja, aber es ist, wie gesagt, junge sicher nicht. Da kann jetzt 15 auch drin haben, weil die stichst dann eh wieder, weißt du? Ach so? Nein. Das sind rein nur Fleischproduktion. Das ist eine fremde Nachfrage nach Eier und Fleisch da, weil es einfach gesund ist. Weil das ist cholesterinfreies Fleisch und die Eier fast 4 Monate gehalten. Das hält so lang? Das hält so lang, ja. Und schmecken komplett, wie wenn es falsch wird. Na, wild hat die Schenkel, wie das ausschaut ja, da. Ja, das Hauptfleisch drum. Weil ein Laufvogel ist. Achso, das heißt, das Fleisch, was du verarbeitet, kommt vom Fuß? 90% kommt vom Fuß aus. Ja. Er hat 135 Kilo ausgewachsen. Und bringst dich 35 bis 40 Kilo Fleisch aus. Und der Rest, kann man das verarbeiten? Alles. Das andere, die Sehnenknochen sind gesuchte Hundsfutterteile. Dann kannst du komplett bis am Schnabel zeichnen, Schmuck, der Ding zeichnen fahren, die Klaue. Die Haut ist deine Leder. Hast du sicher schon gehört, das sind auch Ferrari und Handtaschen. Straßenleder. Ja, Straßenleder, ja. Du kannst ihn wirklich zu 100% aus dem Kopf, sonst schmeißt du nichts da nicht bei dem Vogel. Der wird komplett verarbeitet, sage ich jetzt einmal. Fällt einem das schwer, wenn man es aufzieht? Nein. Oder ist das in der Landwirtschaft nicht wirklich gegeben? Ja, genau, man lebt damit. Vor allem sind Tiere dabei, wie gesagt, wer erst der oder Name, das ist der Lampe. Ja. Ist sicher schwieriger, sage ich mal, aber auch meine Kinder, sie sind mit denen aufgewachsen, dass eins da ist und auch wieder gehen muss. Und man hat schon Lieblingstiere, das ist ja logisch, weil sonst war man kein. Ja, das ist ein Bauernhof normal, ne? Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, das sind Nutztiere. Und werden die auch richtig, wenn du das lässt? Wie groß werden die? Ja, können wir aber schon, da unten haben wir groß. Aus groß, ja? Ja, ja, die was legen, die sind schon aufgewachsen. Na, Wahnsinn. Dieses Jahr das nächste, die werden 80 Jahre alt und Nutzungsdauer ist 45 Jahre. Ja, Wahnsinn! Da brauchst du keinen Stall nicht im Winter nicht. Die darfst du nicht einsperren. Aber die können im Winter raus. Die müssen im Winter raus. Die darfst keinen Stall einsperren, die Viecher. Und wo ist der Ursprung von dir vom Land? Ja, gegeben hat das bei uns auch schon, dann sind sie ausgestorben, aber jetzt ist halt Südamerika unten. Da raufkommen die, ist Ursprung lang zu Straßen. Die waren bei uns in Österreich auch mal populär. Ja, waren heimisch schon mal sogar. Na. Sie haben Skelette gefunden. Ja. Okay. Aber natürlich, was da mit anderer Bevölkerung, ja, sind die verschwunden. Und wir haben gesagt, der Nachteil ist halt, du kannst das in keinem Leiden nicht da. Sie brauchen immer Flecken, weil sie können nicht bremsen. Weißt du, ach so, durch das. Die rennen auch viel, gell? Ja, ja. Aber sie können nicht verlieren, oder? Überhaupt nicht, nein, die können nur rennen. Die rennen dann 60. Das heißt, die hauen da nicht an? Nein, können auch nicht. Du brauchst einen hohen Zaun, halt, du schreibst davor von Tierschutz her. Ja, ja. Ja, also ich glaube, wenn irgendwas passiert, wo weißt du. Aber hättest du das einmal gedacht, dass du Straßen hast? Nein, eigentlich nicht. Aber das ist eh viel von meiner Frau und von Burm ausgegangen. Aber machen musst du das ja auch, ne? Ja, freilich. Du kennst ja auch der sture Bauer sein, der sagt, so was kommt man nicht her. Nein, man redet drüber. Aber wie gesagt, durch das, dass die Milch einmal wirklich so einen Einbruch gehabt haben, wir haben dann gesagt, was sollen wir machen, gell? Das ist. Ich finde, ich muss bleiben bei Jammern. Ja, genau. Und Jammern hilft nichts und aufhören wollte man nicht. Weil die Landwirtschaft ist mir einfach wichtig. Das ist ja unser Leben da eigentlich. Naja. Wie reagiert das Umfeld, wenn du plötzlich so Exoten da hast? Naja, es haben schon viele neugierig geschaut. Viele haben gesagt, wir haben einen Vogel. Stimmt. Ja, wir haben einen Vogel, weil wir wieder was Neues probiert, weißt du. Das hast du einmal, gell? Das hast du einmal, so. Aber du, ich muss sagen, ich muss davon überzeugt sein. Und ich habe gesagt, jetzt haben wir jeden zweiten Tag 2 Eier. Jetzt macht es natürlich Spaß, weißt du. Jetzt ist ein bisschen Ertrag auch schon da. Na, steil. Hey, vielen Dank. Ja, bitte. Günther. Ist kein Problem. Das soll was sein. Nimm. Ah, das schaut gut aus. Bist du gut? Ja. Bist du der Franz? Ja. Servus, Michi Reisecker. Wisst du was? Ja, die hätte ich gesucht. Ja, und?
Ich habe einen Willi getroffen, einen Rossmann. Ja. Und der hat gesagt, du musst unbedingt zum Franz fahren. Mit dem Maldrammen. Ja. Und ich bin Dokumentarfilmer und suche spannende Leute. Aha. Du machst das seit Ewigkeiten, hat er gemeint. Willst du vielleicht was aufnehmen? Ja, schau her, ich bin Filme machen, ich habe alles mit. Ja. Da ist eine Kamera. Aha. Und da ist ein Mikrofon. Ja, passt eh. Bist du quasi der Mr. Maultrommel, so quasi? Ja, Pionier. Pionier? Pionier der Maultrommel erzeugen. So, sagen wir, so oder wir. Das heißt, du machst. Ein klingender Botschafter. Klingender Botschafter ist gut. Gell? Das ist gut. Heißt, du machst Maultrommel. Ich mach Maultrommel. Aber jetzt, ich mag's. Aber das Geschäft hat meine Tochter, weil sie übergeben wird, wenn sie angegangen bin. Das sind aber alle da gemacht worden bei euch? Ja, ja, früher hat man nicht einmal eine Werkstatt gehabt, vor 40 Jahren. Wir haben das in der Stube im Wohnzimmer gefertigt. Im Herrgottswinkel war die Exportabteilung. Also schon ein Wirtschaftszweig vom Allen gewesen, ne? Dann sind 33 Maultrommelmacher gewesen. Und die haben 9 Millionen Maultrommel gemacht im Jahr. Boah. Was ist jetzt eine klassische Maultrommel? Eine klassische Maultrommel ist das. So wie das. Ist das schwer oder tut man nicht, wie legt man die an? Einfach an die Lippen. Schau her. Maultrommel legt man ja so an. Du brauchst gar nicht da, wie die Zähne da drauflegen. Aha. Aber nicht locker, sonst schäbert es. Sondern anpressen. Und was ich dann tue, da kann ich die Töne verändern. Das heißt, wenn ich nichts tue, ist es monoton. Immer gleich. Aha. Das will ich nicht, das wäre eine Leierkosten. Ah, ja. Jetzt will ich es verändern, hole ich tief Luft. Und sag im Stillen, ha, 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 ha. Na, Wahnsinn. Kann es verändern? Na, irre. Na, steil. So geht's. Das heißt, die sind bewusst auch deshalb zusammengemacht von den Tönen her? Ja, dass es leichter halten kann. Ja. Ja. Aber wie ist das entstanden? Warum malen? Warum malen und wieso und wie lange im Malen die Maultrommelerzeugung tätig ist, ja, ist definitiv nicht mehr festzustellen. Das weiß man gar nicht mehr. Nein, das weiß man nicht. Man weiß eines, der Ursprung der Maultrommel ist Jakutien, Sibirien. Ach so. Die Maultrommelspieler von den heutigen Sibirien, die waren schon da bei mir. Die ganze Delegation. Die sind alle von einer Stadt, von Jakutsk. Jakutsk, ja, Wahnsinn. Das ist der Präsident von dieser Gruppe und das ist ein Schamane, ein Mediziner. Was weiß bei einer so wichtig ist? Bei einer ist das ganz im Vordergrund. Wir haben eine Geschichte von 2000 Jahren. Und wir im Mullen 400. Da ist der Ursprung. Und das stimmt, weil ich habe sehr viel Kontakt gehabt mit Dalai Lama und mit Professor Harrer. Hast du kennengelernt? Die waren schon bei mir da in der Werkstatt. Okay. Ich habe sogar von Dalai Lama, als er da war bei mir, die Lasermaultrommel gekriegt und die Gebetsmühle seines Großvaters. Er hat gesagt, lass diese Gebetsmühle. Jeden, den du über die Maultrommel was erklärst und zeigst, lass sie umfassen. Ganz kurz mit den Händen, hat er gesagt, dann wird Ruhe einkehren in diesen Menschen und er wird ewig kein Gehetzter sein auf dieser Welt. Puh. Ich glaube, dass er mich nicht belogen hat, dieser Buddhist. Ja. Man muss auch auf einer anderen Glaubensgemeinschaft was glauben. Man weiß nicht. Wir wissen es alle nicht. Wir haben nur den katholischen Glauben, wir hoffen auf eine Auferstehung. Mhm. Wir wissen aber nicht. Na ja, da ist was dran. Das ist eine Maultrommel, die ist für die Philippinen, das ist Bambus. Nein. Die klingt genauso wie unsere. Die haben da eine Sammlung da vor 40 Jahren. Und boah, ich habe bei Weitem noch nicht alle, was es noch gibt. Boah. Das ist ein Instrument, was so weltweit verstreut in vielen, vielen Ländern gemacht wird, dass es völkerverbindend ist. Am Samstag vor 4 Tagen war ein Papuas da von Neuguinea. Na. Mit einem Entwicklungshelfer verwehren. Da, 82. Nigeria, Sudan, Tansania, Sambia, Malawi, Gambia, Korea, Indien, Äthiopien, Togo, Birma, Pakistan. Boah, das ist halt schon steil, oder? Das war eine Attraktion und die kommen. Jetzt ist das offen worden, die letzten 20 Jahre. Aha.
Aber die Globalisierung hat die Leute zusammengebracht. Ja? Mhm, aber früher war das eine Rarität. Und da kommen die verschiedenen Leute zusammen. Ne? Und da kann ich mir nicht sagen, weil der jetzt die Augen ein wenig weiter zu hat. Das ist für mich ein Gestorben, weil der ist genauso innerlich, wie du bist. Weil wie der schön denkt, so ist er, heißt es im alten Sprichwort. Ja? Wenn ich gut bin zu denken, dann bist der auch. Und bin ich es nicht, dann kann ich nicht was annehmen, was ich gar nicht weiß. Du und für alle mit das, was du angehabt hast, hast du da auf anderen in die Karten gesteckt. Mir hat das alle interessiert, die ganze Welt. Und weil da gibt so viele schöne Sachen. Und ich wollte auch das auch lernen. Leider hat mein Vater gesagt, du wirst eine Mautrommel machen, aber ich wollte ursprünglich Geografie, Professor oder irgendwas wie immer werden. Ja? Also und der Vater hatte da. Der Vater hat gesagt, du bist der einzige Bruder, das war so bestimmend. Du musst Mautrommel machen. Aber war das bei euch schon in der Familie leicht? Bei uns ist immer in der Familie gewesen, seit dem 16. Jahrhundert. Ja, Wahnsinn. Jetzt sind wir die 12. in der Generation. Was das fortführt. Na, brutal. Wie alt bist du jetzt? Ich war gestern 80 Jahre. Ah, gestern, nachträglich alles Gute. Ja, danke. Ich sehe es so, dass ich mir oft denke, Wahnsinn, das war etwas. In dieser Zeit, wo das so geöffnet wurde, wo man die Möglichkeit hat, die Welt zu sehen. Ja? Heute? Heute, wenn ich 50 Jahre alt war. Das war schön. Da hätte ich noch viel vor mir, was zu erforschen und zu sehen. Geleck, ein richtiger Dampflok. Hui. Servus. Servus, grüß dich, Michi, servus. Zur Frage, bist du der Lokführer? Ah, er da. Ich bin jetzt nämlich alles da mit dem Radl gefahren, kreuz und quer, aber jetzt gefreut, wenn ich nicht mehr treten. Darum wollte ich fragen, ob ich mit euch mitfahren kann. Ich frage den Chef. Servus, Michi Reisecker. Zur Frage, war das möglich, glaubst du, dass ich mit dir mitfahre? Ja, sicher, warum nicht? Wie weit fahrt ihr? Eppelsteier. Ah, Eppelsteier. Voll gut. Wieso müsst ihr jetzt zu zweit fahren? Ja, es gibt einen Lokführer und einen Harzer. Ne? Also wirklich? Ja, ja. Und einer muss ja alle Prüfungen haben. Er hat zwei Scheine, aber ich muss beides haben. Ich muss einen Lokführer haben und einen Kieselwirt haben. Ah. Das ist alles vom Gesetz her. Ne? Das ist alles gesetzlich vorgeschrieben, ne? Was jeder haben muss. Und wie kommt man zu dem? Wieso Lokführer? Ja, bei mir sind es heuer 33 Jahre, dass ich da bin. Nur da? Ja, weil ich vor 33 Jahren wieder angefangen habe. Ich habe mit 15 Jahren angefangen und ich habe mich dann aufgearbeitet. Na Wahnsinn. 99 Kieselwärterprüfung, 94 Kieselwärter gemacht, 99 über Lokführerprüfung gemacht. Wir sind alle von der ÖGEG ausgebildet worden. Ne? Was heißt ÖGEG? Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte. Ne? Ah. Die sucht ja die Leute aus, die was zur Prüfung gehen und zulassen werden. Ne? Ach so. Die auf der los ist, die was fleißig sind, die was mitarbeiten und so weiter. Ne? Und ihr seid aber da angestellt, das heißt, ihr kriegt nein, so da kriegt keiner was. Aber das ist alle, wirklich Hobby, kannst du sagen. Wir sind lauter Ehrenamtliche. Wow. Ich weiß nicht, dass bei uns da jemals einer irgendwas kriegt. Na Wahnsinn, ne? Ja, ja. Wir sind alles in der Freizeit da. Ah, geht's gleich los? Ja, und dann sind wir verheiratet und haben Kinder und wir sind halt da. Ne? Das ist euer Leben? Kann man sagen, ja. Erfahrt gleich. Moment noch bitte. Oh. Achso, dankeschön. Danke. Was kommt dann? Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Gibt's da einen Plan? Was steht an? Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel?